Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin natürlich auf die Jagd nach einem Ticket und ich habe das Spiel Hero Wars. So, ja. Ich werde erstmal starten. Ich habe es gerade schon heruntergeladen, meinen alten Account wiedergefunden und fortfahren. Stefan Red Dog. Okay. Hör nicht auf. Subi. Hier sind wir. Gut, dann fangen wir mal an. Kostenlos öffnen. Ich probiere die ganzen Dailies abzuschließen. Zeitlich werden wir es wahrscheinlich nicht ganz schaffen. Und ich habe das jetzt auch schon lange nicht mehr gespielt. Deswegen weiß ich nicht genau, dass wir Videos angucken, die nicht. Die mache ich dann später. Das hier weiß ich jetzt gerade nicht genau, was ich machen muss. Sammeln. Okay. Alles sammeln. Was klackt denn hier die ganze Zeit? Gut. Ah, genau. Hier sind... Aber nur einen. Hey, für nur einen. Mist. Ich brauche die Truhen für 10-mal öffnen. Die Truhen, die Schlüssel brauche ich für 10-mal öffnen. So. Der ging auch. Ja, auch die beiden auf 6 machen. Die beiden auch auf 6. Und machen wir den auch auf 6. Ah, nee, nicht so viel. Sonst habe ich später wieder Probleme. Für die Dailies. Weil dann schaffe ich mit der Daily nicht mehr, das alles zu ändern. Belohnung noch von letztem Mal. Sind auf einmal 6. Sind das mehr geworden? Ah, nee, die waren ja immer da. Starten. Automatik starten. Ja, wie ihr seht, ich habe jetzt schon ganz viele Charaktere. Ich habe alle blau gemacht.
alle. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich auch alle blau gemacht habe. Zumindest wollte ich alle blau machen. Große Arena später, Quest. Helden. Ja, doch, alle blau. Dann kriegt der einmal ein Level ab. Ich glaube, mehr wird auch nicht gehen. Ich habe nur noch 3000. Und das haben wir gemacht. Ah, da war noch die tägliche Queste aller Polen, die ich gerade gemacht habe. Dann verbessere einen Skin, den habe ich noch gerade vergessen. Ich mache das ja immer beim letzten Charakter. Der letzte Charakter ist der hier jetzt. Bei dem verbessere ich den Skin, damit der ein bisschen stärker wird. Und besiege alle Bosse in einem fremden Land. Machen wir. Das heißt, den, den und den besiegen. Kämpfen. Die fünf Stärksten. Perfekt. Dann schauen wir mal. Automatik reinschalten. Ich habe 2 Minuten immer Zeit, den Bus zu besiegen. Die Zeit läuft um. Das war der erste Boss. Jetzt kommt der zweite Boss. Die macht nicht so viel Schaden, deswegen habe ich sie nicht mit reingenommen. Der macht allerdings auch nicht so viel Schaden. Die macht sehr viel Schaden. Die auch. Bei der weiß ich es jetzt nicht. Das ist einer meiner letzten Charaktere, die ich geholt habe. Die ist gut, die ist gut, die ist gut. Die ist gut. Die hätte ich auch rausnehmen können. Die macht zwar sehr viel Schaden, aber wenig Flächenschaden. Genau, das war der Charme von ihr. Macht halt sehr viel Schaden. Gut. Jetzt kommt der hier. Bei denen habe ich aber die meisten Probleme. Oh, da war öffnen. Habe ich die letztes Mal nicht geöffnet? Doch. Musste ich bezahlen. Jetzt gehe ich mal nur hin und her. Bei denen habe ich das Problem, hier sind sehr viele Heiler und Tanks. Heilerin? Nein, macht keinen Schaden. Die macht keinen Schaden. Die macht eigentlich auch keinen Schaden. Und welcher wichtig ist für mich, ist immer der hier.
War das der? Ja, der wichtig, weil der stunt ihn. Und der nimmt halt die letzte Fähigkeit. Der macht ein Schutzschild. Ach, das wird schon klappen. Ich denke, das wird klappen. Da jetzt wird er gestunt. Er übernimmt das. Also stunt auch. Er vergiftet ihn jetzt. Schutzschild, den brauchen wir eigentlich nicht. Also ich glaube, die beiden würde ich lieber rausnehmen. Ja, super. Zweimal vergiftet. Noch 20 Sekunden. Oh, das wird ganz knapp. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Boah, 2 Sekunden Zeit noch gehabt. Das waren alle drei besiegt und die drei Quests dafür, weil ich die drei Truhen noch mit aufgemacht habe. Ich könnte noch 7 weitere Truhen, also noch 4 weitere Truhen aufmachen, kriege ich noch mal was. Aber dann habe ich für den nächsten Daily nichts mehr. Deswegen gehen wir weiter. Verbessere das Geschenk der Elementare. Dann nehme ich wieder den letzten und verbessere hier einmal. Was machen wir denn hier? Achso, genau, einfach nur so verbessern. Haben jetzt eigentlich alle ein Elementar? Na doch, ich denke schon. Die nächste Quest. Sammel 25 Titanen im Gildenkeller. Dann gehen wir auch mal gleich in den Gildenkeller rein. Ich bin bei Level 111. Und ich glaube, wir verbessern erstmal meine Titanen. Das war der hier. Level 4, Level 5, Level 6. Weiter kommt da nicht. Kein Problem. Fünfundsiebzig, das wird schwer. Heilerin, können wir ja drin lassen. Der kopiert die Fähigkeit, der macht Schutzschild, noch eine Heilerin. Habe ich damit gekämpft? Als letztes? 2 Heilern? Okay.
Einer down. Okay. Und hier muss 75 stehen, dann haben wir die Runde geschafft. Angriff. Gegnerische Teamstärke ist bei 1597. Das ist die Stärke von denen zusammen, ist 4200. Also ist der jetzt 200 ungefähr. 400. Ich könnte auch alle 4, alle 5 mitnehmen. Alle 4. Ah. Jetzt habe ich nur mit einem angegriffen. Jetzt verstehe ich wieder, wie das war. Beim nächsten Mal weiß ich Bescheid. Alles da unten setzen. Und hier werden wir den rausnehmen und setzen den rein. Ein bisschen mehr Schaden. Hier eigentlich da ein Heiler, hier die Heilerin. Also zwei Heilerinnen habe ich, deswegen dürfte eigentlich nichts passieren. Ach, schon tot. Aber denen ist ja auch schon einer tot, zwei tot. Der nächste hat sich schlafen gelegt, der nächste. Okay. Es ist nicht optimal. Dann nehmen wir die raus und geben wieder ein Schild rein. Grün, also immer alle unten zum Kampf. Dann kann nichts passieren. Wir haben. Das ist ein Lack. Keine
keiner gestorben. Also, die Aufstellung ist schon mal besser. Ich probiere noch mal Feuer, aber mit allen jetzt, weil der ist ja fast tot, zum Kampf. So. Ach je. Stefan, dieser Junge wieder. Dann nehmen wir den. Jetzt haben wir nur 1,20er. Perfekt. Wir lassen diese Aufstellung. Hat ja gerade super geklappt, ist nicht einer gestorben. Lassen wir die drei da. Lassen wir so. Lief ja schon gut. Gerade nur einer gestorben. Nur weil die eine mit der Gatling dann da war. Mit Feuer. Könnt ihr doch nicht machen. Problem ist, wenn der Riese stirbt, der ist einen ganzen Tag kaputt. Also ich habe jetzt zwei Riesen für heute weniger. Aber mein einen starken, okay, und dann Level 5er. Und ich muss da bis 75 kommen. Mindestens bis 75, danach geht es noch weiter, aber... Weiter möchte ich gar nicht runtergehen. Sonst habe ich Probleme beim nächsten Daily. Thank you.
Zwei Daumen. Ich komme langsam in den Bereich, wo ich nicht mehr weiterkomme. Das schaffe ich wieder locker. Diesmal ist keiner gestorben. Ah. 40 bin ich schon. Grün. Also wenn nur rot kommt und ich eine Auswahlmöglichkeit habe, nicht mit rot kämpfen. Ich glaube mit grün gleich auch nicht mehr. Ja, grün auch nicht mehr. Nein. Der letzte. Also mit Rot nicht mehr kämpfen, mit Grün nicht mehr kämpfen. Meine einzigsten beiden Tanks sind tot. Eieiei. Lassen wir weiterhin so. Mittlerweile kriege ich auf jeden Bonus auch mal 2. Bei 54 bin ich, glaube ich, jetzt 52. Grünig, dann war jetzt blau. Ach, da war ja auch noch ein Tank dabei, bei blau. Jo, 10 Punkte, 62, noch 13. Boah. 4 tot. 4 Stück von 9. Punkte. Okay, da kriege ich nur höchstens 2. Ach je. Danach noch ein Punkt. Oder? Wo war ich gerade? War ich bei 72 oder 70? Ich glaube 72. Da fehlt mir noch 3 Punkte. Bis zu dem 75. Super. Und noch ein Punkt. Nehmen wir den hier. Thank you.
Down. Jawohl. Oh, schön. Subi. Und jetzt bin ich bei 131. 20 Runden geschafft. Das war dann unsere Tagesquest 75. Die ist jetzt weitergegangen auf 150. Danach geht sie nochmal weiter bis auf 300. Aber ich hole sie mir nur einmal, das reicht dann. Straßenräuber. Kämpfen. Lieber in die. Ja, lassen wir es so. Sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Okay, und jetzt gleich die Straßenräuber down. Die Fähigkeit von ihnen läuft gleich. War schon vor tot, oder? Ja. Ich glaube, war vorher tot. Einmal, viermal muss ich das machen. Raid geht leider nicht. Doch, geht. Da brauche ich immer solche Tickets für, um so eine Raid zu machen. Okay, jetzt haben wir Nutze 100 Energie. Öffne Truhe im Turm. Das wird schwer im Turm. Da komme ich nicht weiter. Nutzen wir erstmal die 100 Energie. Von den Charakteren, die man hier so Puzzleteile kriegt, die habe ich schon alle. Ja, die habe ich schon alle. Und die habe ich auch. Habe ich. Die habe ich. Ja, gut. Dann probiere ich drei Sterne zu holen, bei denen hier. Ich probiere mit den schlechtesten zu kämpfen, damit die sich aufleveln und stärker werden. Okay, also die drei Stellen kriege ich bei denen immer noch nicht. Mit meinen schlechtesten. Deswegen mache ich das jetzt anders. Ich gehe hier raus. Hol mir erstmal hier die Quest ab.
hole ich mir das hier ab. 15 Truhen nutzen. Schön. Gut. Und jetzt gehe ich auf die Helden. Da gehe ich nach ganz unten, ja nicht so weit unten, nach ganz unten, zu den schlechtesten wieder. Und ich baue da jetzt eine Teile zusammen. Bei dem brauche ich das hier. Fehlt mir noch das. Erstellen. Dann fehlt mir bei denen noch das. Und das finde ich bei denen hier. Braucht dieses Ding. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Da ist es, genau das brauchte ich. Erstellen, ausrüsten. Jetzt brauchen wir den Ring. Ich nehme aber das höchste Level, da werde ich da am meisten EPs kriege. Das noch. Boah, doch noch gewonnen. Ich dachte schon, ich verliere das. Ah, da ist der Ring. Das war ja richtig knapp gewesen. Mein lieber Scholli. Kugel finde ich nur hier. Thank you.
fallen ja wie die Fliegen. Das ist gut, dann bin ich schnell durch. Und da ist auch die Kugel. Okay. Erstellen. Ausrüsten. Jetzt kommt der hier. Ich brauche die Puzzleteile. 3 Stück. Ne, 3 habe ich gehabt. 2 brauchte ich. 5 war es insgesamt. Jawohl. Und Puzzleteil? Nein, natürlich nicht. Ach je. Warte mal, ich muss noch mal gucken. 2 Stück brauche ich noch. Finden. 2 Stück. Go, go, go. Perfekt. Super. Ja. Und noch ein Puzzleteil. Go, 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 go. Juhu, und das letzte Puzzleteil. Perfekt. Dann stellen wir das mal her. Ausrüsten und beschwören. Jetzt ist er blau mit so einem kleinen Kranz da oben. Schön. Schauen wir mal, wie viel. Haben wir die Quest jetzt auch schon fertig mit 100? Bestimmt. Schließe 3 heroische Quests ab. Nein, 70. Fehlt noch ein bisschen. 28 Punkte noch. Wer ist jetzt der letzte? Das ist jetzt die hier. Schau jetzt die Schwächsten an, der kommt weg und die kommt hin. Ja, und so geht das immer weiter. Zwei Bogenschützen hier, also mit denen 3.
Nep, nochmal. Nochmal. Jetzt aber. Ich glaube, eine Runde waren 6 Energie, das ist jetzt 12. Dann müsste ich nochmal 2 Runden machen. Und da ist die Rüstung. Ausrüsten. Ah, schon wieder die Rüstung. Warte mal, nee. Ich bräuchte eine mehr. Ich brauchte ja 28 Punkte. Ich hatte hier zu 12, jetzt habe ich 18. Dann habe ich 24 und dann fehlen noch 4 Punkte. Also jetzt sind noch 2. Mit denen und noch 2 weitere. Ich gerade eine Rüstung gehabt? Ich glaube nicht. Nein, ich meine nicht. Nee. Naja. Wenn nicht ein anderer, braucht die bestimmt auch noch, wenn ich noch eine kriege. Da steht auch gleich oben links, wie viel ich habe. Da ist die Rüstung. Okay. Und noch eine Runde muss ich gewinnen. Ich brauche den Ring. Dann habe ich auf jeden Fall die Quest fertig. Vielleicht habe ich ja dann auch noch das Rüstungsstück fertig. Herstellen, ausrüsten. Okay, und meine Quest ist auch fertig. Dann können wir jetzt die üblichen Rüstungsgegenstände alle anlegen. Ich hebe die normal immer auf, bis ich fertig bin, und zu sehen, ob
ob ich vielleicht noch andere Teile irgendwo für brauche. Okay, das haben wir jetzt. Dann haben wir 10 Missionen gespielt. Geht natürlich jetzt auch noch weiter, bis auf 200. Die mache ich ja nicht weiter, sonst komme ich später nicht mehr weiter. Bei denen genau das gleiche. Videos anschauen wir später. Jetzt kommt noch der Turm. Mit dem Turm mache ich das immer so. Ich greife mit meinen Schlechtesten erst an. Die sollen wenigstens schon einen kaputt machen, wenn sie es schaffen. Aber meine Schlechtesten sind auch schon fast so gut wie meine Besten, also der Unterschied ist nicht sehr groß bei meinen Charakteren. Jetzt sind die ersten kaputt. Dann nehme ich jetzt die nächsten 5. Und ich muss zweimal solche Gruppen besiegen. Deswegen, das war bei mir der Fehler hier. Ich habe einmal so weit gespielt, wie ich kam. Und dann hing ich da fest. Das ging bei denen ganz schnell. Deswegen sagte ich auch gerade schon, dass ich hier wahrscheinlich gar nicht weiterkomme. Ja, der eine down. Nein! Oh, doch, der eine ist bei den down. Super. Die sind nur zu viert. Jetzt sind nur noch zu dritt. Ah. Die sind zu stark. Ach je. Es dürfen nur höchstens 2 Leute sterben. Obwohl, das schaffe ich jetzt locker. 3 Stück. 2 Stück. Okay. Und da ist der nächste dann. Ich kriege jetzt erstmal nur einen Buff, nämlich alle 3 Buffs. Leben herstellen. Dann nehmen wir doch die hier. Und da oben ist die Truhe, da muss ich hin. Und das wird schwer. Nur weil ich einmal so weit gespielt habe, wie ich kam. Und seit da an hänge ich da fest. Also ich komme immer so eine Etage höher. 2 besiege ich manchmal, aber eher selten. Also, ich würde mal sagen, das schaffe ich nicht mehr.
Heiler ist gestunt. Hätte mich auch gewundert, wenn ich das geschafft hätte. Gut. Tägliche Queste. So. Mache ich nicht weiter. Kann ich nachher noch weitermachen. Aber jetzt nicht. Die mache ich nicht weiter. Sonst habe ich später auch Probleme, wenn ich mit die Tagesqueste weitermachen möchte. Bei denen genau das gleiche. Video anschauen mache ich nachher. Komme nicht ran. Okay, okay, Gilde, Gilde. Das kann ich einmal machen. 20 Diamanten ausgeben, einmal ein Rad drehen. Und das mal 5. Ich bin reich, 10 Millionen. Quest abholen. Jetzt habe ich noch Arena-Kämpfe. So, das ist jetzt das letzte, was ich mache. Hier nehme ich dann wieder meine starken Charaktere. Okay, das sind die stärksten. Gut, die habe ich dabei. Ja, okay, ja. Ist ja Arena. 23.000, 30.000. Wir greifen erstmal den 23.000 an. Ich weiß gar nicht, wie stark meine Leute sind. Aber ich glaube, schwächer als 23.000. Und down. Ja, ich bin 20.000 stark. Ne? Greife mal den jetzt an. Ist immer noch das Schwächste. 23.000. Mein Heiler ist da. Hm, 2 gegen 3. Schade. Das sah auch eine Zeit lang gut aus für mich. Bis mein Heiler down war. Jetzt hier 22.000. Und das war ja schon mein dritter Kampf dann jetzt. Mit PvP genau das gleiche. Ich habe immer die starken Leute rausgesucht, damit ich schnell hochkomme. Jetzt bin ich sehr weit oben und jetzt will ich sehr oft am Verlieren, klar. Aber bei PvP ist es auch nicht ganz so schlimm. Weil ich muss ja nur 3 Kämpfe machen, nicht 3 Siege. Boah, der war stark jetzt. Obwohl das das Schwächste war von den ganzen. So. Das war's dann für heute. Schau nochmal, ob hier irgendwo da ist noch was. 10 Diamanten, weil ich den einen umgewandelt habe. Hier kriege ich auch noch mal was.
ist die Truhe, da ist die große Arena. Die große Arena ist, da machst du drei Teams und dann kämpfst du, kann ich einmal kurz zeigen. Große Arena. Kämpfen. Wir nehmen den Schwächsten, weil da bin ich auch sehr schlecht drinne. Und dann sucht man sich halt hier aus. Machst du dir deine drei Gruppen, das ist die erste Gruppe bei mir. Das ist die zweite Gruppe bei mir. Und das ist die dritte Gruppe. Okay, die erste Gruppe ist bei mir meine schlechteste Gruppe, weil das nämlich die stärkste Gruppe bei den anderen meistens ist. Da habe ich mir gedacht, dann mache ich meine erste Gruppe als schlechteste und meine zweite als stärkste. Weil so werde ich meistens die erste Gruppe verlieren, also den ersten Kampf verlieren. Aber dann manchmal gewinne ich dann noch die anderen beiden Kämpfe. Meine zweite Gruppe. Das ist jetzt meine stärkste Gruppe. Und wenn ich mit der meistens verliere, hätte ich wieso gar keine Chance gegen den gehabt. Daher. Wenn ich jetzt gewonnen hätte, müsste ich noch mit der anderen Gruppe kämpfen. Aber ich habe verloren. Und daher war's das für heute. Gut. Spiel verlassen. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.